Ja, hallo, ich will euch was ganz Besonderes zeigen. Ja, hallo, ich will euch was ganz Besonderes zeigen. Da. Ja, hierfür ist kein separater Download verfügbar. Also man muss keinen machen. Man muss sich nichts runterladen, man muss sich nirgendwo einloggen. Man muss sich auch nicht in Steam einloggen. Und ja, jetzt präsentiere ich dieses Programm. Ihr könnt hier euer eigenes Theme komplett neu erstellen. Ja, indem ihr Skins macht. Und ich habe mir mal was vorbereitet und werde euch mal zeigen, wie das funktioniert. So, das ist der Internetlink. Ich mache euch den in die Beschreibung. Das ist das Theme-Vorschaufenster von euch. Ja, hier oben habt ihr dann die drei Auswahlmöglichkeiten. Das ist das Chatfenster und das Theme-Fenster. Ja. Hier könnt ihr Schriftarten ändern. Das seht ihr auch hier und hier, wie ihr es gerne haben wollt. Ja, das ist hier die reguläre Fensterfarbe. Könnt ihr schwarz machen, könnt ihr blau machen. Weiß, gelb. Ja, und grau ist ja ungefähr so Steam. Ich mache das jetzt mal komplett anders. Dann drückt ihr hier unten drauf. Und hier habt ihr schon das nächste. Da macht ihr die Haupttextfarben an. Wie ihr seht. Ja, ich mache das jetzt mal grün, das ist sehr schön übersichtlich zum Kontrast zu blau. Ja, dann wären wir jetzt hier fertig. Dann haben wir die nächste Box. Das ist dann hier oben eure Nachrichten. Die mache ich mal rot. Dann sieht man immer, aha, schön im Augenblick. Also im Augenblickwinkel. Ah, rot. Jetzt schaut mal auf Library. Hier könnt ihr nämlich das normal machen. Also Standard, Light, Dark. Okay, das sieht mir jetzt noch schwer. Zeige ich euch gleich nochmal. Ja, das ist jetzt das nächste Feld. Hier habt ihr die Obersuchleiste, die sich verändert. Das kann man natürlich vom Kontrast hier noch unsichtbar machen oder komplett sichtbar, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. So. Ich mache das jetzt mal so hellblau. So. Ja, als nächstes haben wir die unteren. Naja, den unteren Balken mit dem Download und so. Den passe ich jetzt auch mal an. Ungefähr in die obere Farbe. Hier ist nochmal der Farbcode. Ja. Dann haben wir jetzt hier nochmal die Haupttextfarbe. Ich finde, die lasse ich mal so. Noch vielleicht grün. Nur ganz leicht. Und als nächstes haben wir das hier. Wenn ihr das komplett wegmacht, seht ihr eure Spielhintergründe. Kann manchmal aber störend sein. So. So seht ihr natürlich dann nur noch gar nicht. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen. Mach das dann so leicht hellblau. Kann ja jeder machen, wie er möchte. So, jetzt haben wir hier Logos. Entweder das normale Steam-Logo, gar kein Logo. Oder wenn euch ein besonderes selber gefällt, geht ihr einfach hier drauf und ladet euch euer Logo runter. Ja, das muss aber ein PNG-Logo sein. Also PND. Dann drückt ihr auf Öffnen.
Und dann sollte das auch direkt erscheinen. Ja, das Logo erscheint hier oben. Wenn ihr oben hier drauf drückt, könnt ihr dann auch platzieren, wo ihr möchtet. Ist dann auch in Steam. Also nicht wundern, wenn ich jetzt wegmache. Ist dann immer noch da. Ne? Liegt jetzt nur dahinter. Dahinter. Dafür müsst ihr das nämlich ein bisschen unsichtbar machen. Oder ihr macht gleich ein transparentes Logo. Das geht natürlich auch. Ist ja jetzt nur ein Beispiel. So. Könnt ihr natürlich noch verkleinern. So. Gut. Ja, als nächstes haben wir noch dieses. Dafür, das ist das hier. Dafür gehen wir mal rein weiter. Auf Freunde. So, wenn ihr das verstellt, verstellt sich es hier wieder. Mit. Nehme ich mal hier Light ein. Ja, das ist die Primärfarbe eures Freundesfensters. Könnt ihr auch einfärben, wie ihr wollt. Die Sekundärfarbe, was man jetzt hier nicht sieht. Jetzt kommt das Wichtige. Online. Also wenn wir online ist, den mache ich mal grün. Wer in einem Spiel ist, mache ich mal weiß. Und wer offline ist, den mache ich rot. So, ihr könnt jetzt nicht mehr viel ändern, weil sich damit, glaube ich, auch die Hauptfarbe verändert. Ich schaue da nochmal. Ja, seht ihr? Also belasst das so, wie es war. Auch eure Farbe, da geht am besten wieder hier hin. Weil das ist ja dann eure reguläre Steam-Farbe. Ups, nee, jetzt war ich ja falsch. Ah, wo war es? Hier oben. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt drückt ihr nur noch Skin herunterladen. Dann dauert das ein bisschen. Und voilà. Werdet ihr das jetzt bekommen? Hier abspeichern. Ich werde mal meinen, ich habe nämlich schon einen hier drauf. Ich glaube, den würde er hier überschreiben. So, Skin. Den werfe ich jetzt hier rein. Drücke jetzt OK. So. Schmeiß den jetzt hier drauf. Das ist jetzt mein blauer. Das ist mein anderer. Also der pinke. Ja, und jetzt müsst ihr das nur noch in euer Steam reinmachen. Dafür geht ihr dann auf den Steam-Ordner. Also ich habe es jetzt unter C. Programme Fields, Steam, auf Skins. Und legt das hier rein. Dann startet ihr euer Steam neu. Geht bei Steam hier oben auf Steam. Auf Einstellungen und auf ja, ich überlege gerade, naja, auf Skins, also werdet ihr schon finden. Ist nicht so schwer. Ansonsten fragt einen Freund oder schreibt es einfach in die Kommentare. Ich denke, da wird euch schon geholfen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!